Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. Heute geht es dabei um das Thema Kohlenstoffdioxid. Die Grillsaison hat begonnen. Viele Menschen kaufen Grillholzkohle ein. Woraus besteht diese Holzkohle hauptsächlich? Richtig, aus Kohlenstoff. Wird Kohlenstoff verbrannt, entsteht dabei Kohlenstoffdioxid. Notiere für die chemische Reaktion von Kohlenstoff mit Sauerstoff die Wortgleichung. Kohlenstoff und Sauerstoff reagieren also zu Kohlenstoffdioxid. Was chemische Elemente sind, kennst du von deiner Arbeit mit dem PSE. Erinnere dich, das sind Reinstoffe, die durch chemische Reaktionen nicht zerlegt werden können. Kohlenstoffdioxid hingegen ist eine chemische Verbindung, auch ein Reinstoff, dieser könnte aber durch chemische Reaktionen in verschiedene Elemente zerlegt werden. Vor kurzem erzählte mir eine Schülerin, dass sie zu Hause im Bad sauber gemacht hat. Sie war jedoch erstaunt, dass es auf der Marmorplatte am Waschbecken leicht anfing zu sprudeln. Es bildeten sich also kleine Gasbläschen. Sie berichtete, dass die Marmorplatte dadurch wohl jetzt leicht uneben aussieht. Ich fragte nach, welches Reinigungsmittel sie benutzt hat. Ihre Antwort war Essigsäure, weil diese doch so schön die Keime abtötet. Tja, warum sprudelte es auf der Marmorablage im Bad bei der Reinigung mit Essigsäure? Im Labor stellt man Kohlenstoffdioxid durch die Reaktion von Marmor, also Calciumcarbonat, mit Salzsäure dar. In einem Gasentwickler tropft man verdünnte Salzsäurelösung auf Marmorstücke. Dabei entstehen neben Kohlenstoffdioxid auch Wasser und Calciumchlorid. Hier in der Wortgleichung ersichtlich. Das entstehende Gas Kohlenstoffdioxid kann ich entweder trocken auffangen, also durch Luftverdrängung, oder ich leite es direkt in ein Nachweismittel ein. Kohlenstoffdioxid ist dir aus deinem Alltag bekannt. Bei der Beobachtung des Gases stelle ich fest, dass Kohlenstoffdioxid ein farbloses, geruchloses, nicht brennbares Gas ist. Seine Dichte ist größer als die Dichte von Luft. Deshalb muss ich die Öffnung des Auffanggefäßes beim Auffangen nach oben gerichtet halten. Kohlenstoffdioxid unterhält die Verbrennung nicht. Es hat eine erstickende Wirkung. Kohlenstoffdioxid löst sich gut in Wasser, weshalb ich es nicht pneumatisch auffangen kann. Wie du von der Einheit Feuer schon weißt, kann Kohlenstoffdioxid als Feuerlöschmittel eingesetzt werden aufgrund seiner erstickenden Wirkung. Außerdem findet es Verwendung in deinen Limonaden und kohlensäurehaltigem Wasser. Gleichzeitig wird Kohlenstoffdioxid auch als Kälte- und Kühlmittel eingesetzt. Sogar zum Reifen von Obst wird es in Lagerräumen genutzt. Kommen wir zurück zur Frage. Warum sprudelte es auf der Marmorablage im Badezimmer der Schülerin bei Reinigung mit Essigsäure? Ich denke, dass du die Lösung schon gefunden hast. Salzsäure ist genau wie Essigsäure eine Säure. Kommt Marmor mit einer Säure in Berührung, entstehen nicht nur Gasbläschen, also nicht nur Kohlenstoffdioxid. Gleichzeitig löst sich der Marmor dabei auch auf, womit die zurückgebliebenen Unebenheiten zu erklären sind. Der Wille der Schülerin, das Badezimmer zu reinigen, war super. Wenn sie nächstes Mal ihr Chemiewissen beachtet, wird nicht nur Chemie echt fetzig, sondern auch ihr Badezimmer. Hättest du zu Hause die richtigen Chemikalien, könntest du auch beim Grillen vorrangig beim Verbrennen der Holzkohle Kohlenstoffdioxid nachweisen. Genauso könntest du auch nachweisen, dass du Kohlenstoffdioxid ausatmest, was du sicher schon aus dem Biologieunterricht kennst. Pustet man mit einem Trinkhalm in Kalkwasser, so bildet sich eine weiße Trübung in der Lösung. Hiermit weist du Kohlenstoffdioxid nach,
Kalkwasser ist Calciumhydroxidlösung. Kohlenstoffdioxid und Calciumhydroxid reagieren also zu Calciumcarbonat und Wasser. Der Pfeil in dieser Wortgleichung zeigt an, dass Calciumcarbonat als Niederschlag ausfällt und somit das Kalkwasser trübt. Selbst die Schülerin hätte wahrscheinlich nachweisen können, dass bei ihrer Marmorplattenreinigung Kohlenstoffdioxid entstanden ist. Eine weitere, noch empfindlichere Methode, Kohlenstoffdioxid nachzuweisen, ist der Nachweis mit Barytwasser, also Bariumhydroxidlösung. Zusammenfassend können wir also festhalten, dass es zwei Nachweismöglichkeiten für Kohlenstoffdioxid gibt. Zum einen kann ich Kohlenstoffdioxid in Kalkwasser, also Calciumhydroxidlösung, einleiten. Zum anderen habe ich die Möglichkeit, Kohlenstoffdioxid mit Barytwasser, also Bariumhydroxidlösung, nachzuweisen. Bei beiden Nachweisreaktionen entsteht eine Trübung des jeweiligen Nachweismittels. Je nach Nachweismittel bildet sich entweder Calciumcarbonat oder Bariumcarbonat. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt: Chemie echt fetzig.